Hallo und herzlich willkommen zurück bei Pokémon Soul Silver. Ja, beim letzten Mal haben wir Major Bob besiegt und anschließend haben wir uns sogar noch um Sabrina gekümmert und besitzen inzwischen schon zwei Orden in Kanto. Damit fehlen uns noch sechs. Ja, und heute soll es natürlich weitergehen. Wir gehen nach Prismania City. Wenn das denn überhaupt geht. Und ich wollte auf dieser Route hier mal gucken, ob wir vielleicht nicht ein neues Pokémon fangen können. Und da springt uns auch gleich schon eins ins Gesicht und es ist ein Snobelicard. Okay, Snobelicard, nicht unbedingt mein Favorite, aber ja, für Erika bräuchten wir vielleicht ein Feuer-Pokémon. Warum habe ich überhaupt Impagator vorne? Das macht gar keinen Sinn, deswegen wechseln wir einfach mal zu Simsala. Ich weiß, es gibt gerade sehr, sehr viel Simsala hier in den Kämpfen, aber okay, es gibt also Snobelicard und Mauzi hier. Beide nicht so unbedingt die Pokémon, die ich hier unbedingt haben will. Außerdem sind die auch total unterlevelt. Was ist denn da los? Mentalkraut. Ja, gut. Was gibt's denn hier sonst noch? Gibt's hier nicht auch Kramorks nachts? Okay, ja. Gibt es hier auch noch was anderes als Mauzi? Ah, Kramorks, cool. Ich weiß aber nicht, ob ich Kramorks wirklich mit ins Team aufnehmen soll. Kramchef wäre ja schon geil. Aber ich hatte ja als Flug-Pokémon bereits Golbat beziehungsweise X-Bat überlegt. Aber erstmal wäre das ja eine ganz gute Lösung, oder? Ja, komm, wir nehmen Kramox mit. Ups. Ich habe nur nichts, womit ich das schwächen kann. Das ist das Problem. Ach du Scheiße, der kann Erstauner. Oh nein, und er ist Level 17. Das heißt, er könnte uns sofort weghauen. Natürlich. Und wir haben einen Kramux gefangen, Leute. Für Kramux wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Yes! Unser drittes Teammitglied. Endlich wieder ein drittes Pokémon. Auch der erhält keinen Spitznamen, weil sich bisher auch noch keiner in den Kommentaren gemeldet hat, dass er einen Spitznamen haben möchte. Also wenn du jetzt ein Kramuk sein möchtest, dann melde dich doch einfach unter den Kommentaren. Allerdings wird das, glaube ich, aktuell etwas schwierig, weil wir hier gar keinen Namensbewerter haben. Weil der ja in Johto ist. Und wir nicht mit dem Magnetzug fahren können. Deswegen ist eigentlich Prismania City vielleicht gar nicht so schlau, oder? Ich finde aber interessant, dass hier Lichter an sein können, wenn doch das Kraftwerk aus ist. Hä? Guck mal, hier gab es noch die Spielhalle. War auch nicht mehr so, wie sie einst war. Mein Name ist Herr von Zock. Juckt es dir nicht auch in den Finger, wenn du jemanden beim Münzspiel zusiehst? Ich glaube, dann steckt der eigentliche Sinn des Lebens. Aber du scheinst deinem Spielchen auch nicht abgeneigt zu sein, nicht wahr? Beim Münzspiel musst du einfach nur Münzen sammeln, wofür du im Gegenzug wunderbare Preise erhältst. Möchtest du dich am Münzspiel versuchen? Ja, komm, einmal können wir es ja machen. Prima, dann gebe ich dir jetzt diesen Münzkorb. Hatten wir den nicht? Dann zeig ihm mal, was du so kannst. Hey du, schlag keine Wurzeln an der Tischkante, sondern setz dich mir gegenüber und lass uns anfangen zu spielen. Da zeig mir mal, was du zum Münzspiel so drauf hast. Im Münzspiel so drauf hast. Möchtest du Volto-Falle Level 1 spielen? Ja, ich hätte mir vielleicht die Spielregeln, oh, 3.
Okay. Mach jetzt aber zickzack hier. Nein! Jetzt habe ich es auch verstanden. Oh, guck mal, wir hätten oben alles mitnehmen können. Ich will das nochmal spielen. Oh, wow, eine. Nein! Oh, Mann! Ich sollte vielleicht ein bisschen mehr mit Taktik spielen. Einmal versuche ich es noch, danach ist aber wirklich Schluss. Ganz ehrlich, die unterste Reihe sollte man gar nicht benutzen, glaube ich. Okay, einmal noch, okay? Einmal noch und dann ist aber wirklich gut. Oh Gott, Glücksspiel, ne? So, das war das letzte Mal. Ich glaube, das war jetzt das Zeichen. Hör auf damit, Finny. Hör auf damit. Okay, wir hören ja auf. Es ist ja gut. Was gibt's denn hier für Preise? Items zum Tragen? Gab es ja auch Pokémon? Ah, Pantimos, Evoli und Porygon. Na, will ich jetzt alle nicht unbedingt haben, also ganz ehrlich. Evoli könnten wir uns einfach breeden und Pantimos ist jetzt nicht unbedingt ein Pokémon, was ich unbedingt hier haben wollte. Guck mal, hier oben in dem Gebäude gab es doch damals... Wie, lebt sie jetzt hier auf dem Flur? Was gibt's? Ich bin die Verwalterin dieser Wohnung. Aber so sicher, wie sie gebaut wurden, gibt es hier nicht viel zu verwalten. Ich wusste nicht, was ich mit all der Freizeit hier anstellen sollte, also habe ich mir meine Pokémon mitgebracht. Ach ja, eins solltest du noch wissen. In dieser Residenz gibt es zwei Aufzüge, vergiss das nicht. Okay. Früher, also, im Original hatte sie hier eine Wohnung. Was steht hier? Dieser Aufzug pendelt zwischen dem Erdgeschoss und dem zweiten Stock. Okay. Okay, wir müssen also mit dem Aufzug fahren? Was ist das denn für ein Quatsch? Oh, schön hier oben. So, was gibt's hier? Gibt's hier überhaupt irgendwas? Hi. Ich kenne eine gruselige Geschichte, die ich dir erzählen will. Es war einmal ein Junge, der gerade ein brandneues Fahrrad bekommen hatte. Er war so froh darüber, dass er es sofort mit auf eine Spritztour nahm. Doch bevor er sich versah, hatte die Nacht den Tag verdrängt und ihren pechschwarzen Mantel um ihn gelegt. Doch da, auf einmal verlor sein Fahrrad an Geschwindigkeit und es wurde immer schwieriger, in die Pedale zu treten. Es war fast so, als würde sein Fahrrad von einer unbekannten Macht rückwärts über den Asphalt geschleift. Er geriet in Panik, versuchte dieses dämonische Fahrrad etwa, ihn mit sich ins Reich der Finsternis zu schleppen. Aber Kreisch! Endlich merkte er, dass er den Radweg bergauf gefahren war. Das war zu viel. Ende. Verstehst du die Pointe? Danke fürs Zuhören. Als Belohnung habe ich hier einen Bahnsticker für dich. Ich dachte gerade ein Bahnticket, aber das kriegt man ja anders. Wenn du einem Geist-Pokémon so einen Bandsticker gibst, steigt die Stärke seiner Attacken. Und keine Sorge, auf dein Fahrrad hat er ganz bestimmt keine üblen Auswirkungen. Oh Mann, ey. Oh Mann, Leute. Hä? Der Typ war gerade noch nicht da, oder? Wo kommt der her? Der war doch gerade noch nicht da. Oder? Bin ich jetzt ganz doof? Ich meine, der wäre nicht da gewesen gerade. Unheimlich. Achso, wir müssen ja jetzt ganz nach unten, damit wir ganz nach oben fahren können. Bescheuert. Aber gut, okay. Dies ist der exklusive Aufzug von Game Freak. Weder ist... Oh.
Aber das Game Freak-Gebäude ist doch ein weiter. So, hallo Typ. Hohe Orte habe ich am liebsten. Außer mir und heißer Luft gibt es keinen größeren Fan von Höhen. Ah, er vergleicht sich aber mit heißer Luft. Herrlich. La 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 la. Wir können ja eigentlich schon mal. Wir haben gar kein Pokémon, was Zerschneider kann, ne? Haben wir eins auf der Box liegen, was Zerschneider kann? Sichlor kann. Dann hole ich Sichlor mal ganz kurz. Sichlor wird dann in der Arena nicht wirklich mitkämpfen, aber zumindest Zerschneider. Kann er. Aber wir brauchen ja Dinge sowieso mehr als genug hier. So, Ramon in weiblich ist wieder dabei. Ein ewiger Begleiter. Ach, Angelo, ich habe jetzt keine Zeit. Mutter hat auch vorhin schon wieder angerufen. Da habe ich schon wieder das Geschenk abgeholt, was sie, glaube ich, hatte. Habe ich das abgeholt? Weiß ich gar nicht. Dann müsste ich einmal gucken. Nee, habe ich nicht abgeholt. Okay, dann holen wir es jetzt ab. Hallo, du musst Finn sein. Hier, Mutter war wieder shoppen. Du kennst sie auch schon beim Vornamen, ne? Der geht bei Mutter auch ein und aus und holt die Geschenke ab. Nicht das, was ihr dachtet. Nicht das, was ihr dachtet. So, ich glaube aber, ich gehe jetzt noch nicht zu der Arena. Ich gehe erst die Route. Aha, hier sind also Slimer drin in dem Tümpel. Interessant. Nice, nice. So. Guck mal, hier kannst du auch noch ein bisschen schwimmen. Ja, aber wir gehen erstmal hier lang, weil hier gibt es ja auch noch was. Hier war ja auch noch ein Haus. Gibt's hier nicht was umsonst? Wenn du immer weiter den Radweg hinab brauchst, kommst du nach Fursania City. Ah. Hallo, hallo. Möchtest du einen hippen Spruch hören? Ja. Nun gut. Der hippe Spruch lautet Erdfarben. Das ist total in, das zu sagen. Okay, Leute. Wisst ihr Bescheid? Erdfarben. Das ist jetzt der neueste Schrei hier. Ich glaube, man sagt heutzutage auch nicht mehr der neueste Schrei, aber... Oh, Slimer! Alter, was ist das denn? Eine Levelkurve hier. Einfach von Level 17 auf Level 27. Ich würde sagen, wir machen ja erstmal die Trainer auf dem Radweg mit unserem Kramurks. Beziehungsweise werden Kramurks immer wieder einwechseln. Ach, muss ich jetzt auch noch auf dem Fahrrad? Mann. Jetzt ruft uns Radler gleich wahrscheinlich an. Hey, bist mit unserem Rad gefahren. Das ist ja toll. Toll hast du das gemacht. Was gibt's denn hier so für Pokémon? Okay, hier gibt's Slimer. Das haben ja die Trainer hier auch. Aber ich möchte hier ungern mit Kramux drin bleiben. Okay. Oh, 180 Erfahrungspunkte. Das sind jetzt nicht wirklich viele. Wow, Hilfe. Du hast sowas von verloren.
Das spüre ich im kleinen Zeh. Vielleicht hast du dich auch am kleinen Zeh gestoßen. Wotan? Ein Schlubuck. Er denkt sich auch nur, was kommt er mit seinem Level 17er Kramux an hier? Psychokinese! Nicht schlecht, nicht schlecht. So, und was hast du jetzt in deinem kleinen Zeh gespürt? Ah, Mann, ich will mich mit dem unterhalten. Mann, starke Leistung, du hast den Bogen raus. Hallo? Er fährt voll in uns rein hier. Hey du, kommst du etwa aus Johto? Woher weißt du das? Harry. Ah, das ist die Zukunft von Harry Potter, Leute. Das ist die Zukunft von Harry Potter. Er ist tatsächlich ein Raufbold geworden. Ein Biker. Er hat das Motorrad von Hagrid geerbt. Und ist dann halt Biker geworden. Level 18 für Kramurks. Boah, du legst aber los. Und hat sich die Haare lang wachsen lassen. Das noch dazu. Ach, ich habe eben ab und zu einen schlechten Tag. Das ist alles. Willst du nochmal kämpfen? Dann lass deine Nummer rüberwachsen. Leute, wir sind mit Harry Potter befreundet. Ah. Bam, bam. Haben wir keine Tränke mehr? Doch. Nur noch 4. Wir sollten vielleicht bald mal irgendwann wieder einkaufen gehen. Dam, 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 da, 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 da. Lag da ein Item? Wow, das ist aber ein tolles Fahrrad. Sag das nicht mir, sag das Radler. Bei dem kannst du eins kaufen, Manuel. Ein Magma. So, Surfer. Level 19 für Kramurks. Und noch ein Magma. Wir wechseln wieder zu Kramurks. Guck mal, nicht mehr lange, dann kann Kramurks auch selber kämpfen. Wobei ich ihn auch bis zur nächsten Folge, sie zur nächsten Folge auch trainieren werde. Merkt ihr, dass das dritte Pokémon im Team immer weiblich ist? Weil Stalos auch weiblich war. Alle anderen waren männlich, aber Stalos war weiblich. Immer das dritte Pokémon im Team. Oh. Cascade. Tschüss, Magma. An dieser Stelle. Level 20 für Kramurks. Sehr nice. Wie entwickelt sich Kramurks nochmal mit einem Finsterstein, oder? Haben wir so einen Stein? Okay, ich wollte eigentlich mal eben nachgucken, aber das Spiel lässt mich nicht. Ich brauche Zaster, um mein Bike aufzumotzen. Eine edle Spende, bitte.
Was bin ich hier, die Wohlfahrt? Geh arbeiten, Angus. Oh, schon wieder so ein Magma-Trainer hier. La, 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 la. Eieieiei. Level 21, Kramurks. Nachtnebel. Oh, nice. Dunkelnebel. Ja, Verfolgung kann weg. Verfolgung ist jetzt nicht so die Attacke, die ich behalten möchte. Tentoxa. Okay, dann darf Simsala auch mal wieder kämpfen. Was gar nicht so verkehrt ist. Ach, nein, wir kämpfen noch nicht mit Kramurks. Das scheint mir noch nicht so ratsam zu sein. Psychokinese. Und tschüss, Tentoxa. Level 22. Kramurks hat einfach in dem Kampf zwei Level gemacht. Zu früh gefreut. Ja, ne? Dachtest du, kannst gleich Geld machen. So, warte mal. So, jetzt kann ich mal eben was wollte ich jetzt nachgucken? Irgendwas bei Kramurks, oder? Nee, ich wollte gucken, ob wir einen Finsterstein haben. Ich glaube, wir haben keinen. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo wir einen hätten finden können. Wir haben tatsächlich nur einen Sonnenstein. Nur in Anführungszeichen. Juhu! Oh, ach. Na, wie findest du meine Soundeffekte? Ganz toll. Super. Lenny. Mit einem Teddy Ursa. Es tut mir leid, Kramurks, aber du darfst noch immer nicht kämpfen. So, Teddy Ursa, jetzt kriegst du erstmal eine Kaskade ab. Meryl, okay. Da gehen wir natürlich wieder in Richtung Kramurks. Ich will immer irgendwie angreifen, aber das ist völliger Blödsinn hier. Problem wird sein, wenn da wirklich mal jemand auftaucht, der ein Pokémon mit Verfolgung hat. Tschüss, Meryl. Jetzt bin ich aus der Puste. Tja. Du hast ganz schön Mumm. Das gefällt mir. Willst du mein Kumpel sein? Ich geb dir meine Nummer, dann hauen wir so richtig rein. Yo, lass mal machen. Stark, du kannst mich alles tragen. Es sei denn, es geht um Schule oder Pokémon. Oder Rätsel. Oder Arena-Tipps. Ich bin kein Mann der komplizierten Themen. Ich habe keine Antworten. Aber immer ein offenes Ohr für dich. Zuhören kann ich gut. Dafür sind Kumpel ja da, oder? Boah, steile Maschine, die du da hast. Das ist ein Fahrrad. Das ist keine Maschine.
Teddy. Lustig wäre gewesen, wenn Teddy jetzt einen Teddy-Ursa gehabt hätte. Aber den Witz haben sie leider nicht gebracht. Chance vertan, Game Freak. Chance vertan. Simsala macht WPTs sowieso. Das könnte ein bisschen wehtun. Ups. Das muss jetzt aber wirklich ein One-Shot sein. Glück gehabt. Das war alles eine Sache der Technik. Zack und weg. So, einmal heilen hier. Guck mal, wir haben noch 4 Sonderbonbons dabei. Die könnten wir theoretisch für Krammux einsetzen, oder? Ah, komm, wenigstens. Das ist Simsala. Verdammt. Scheiße. Ups. Jetzt haben wir nur noch 3 für Krammux. Level 25. Oh, Gewissheit. Hm. So, Erstauner machen wir mal weg hier. Level 26. Wuhu. Nice. So. Ey, runter von der Straße. Warum? Außerdem fahre ich auf dem roten Streifen, das ist der Radweg. Mecki. Für Mickey hat es leider nicht mehr gereicht, ne? Pionskora. Oh Mann. Warte mal, das ist ein Käfer-Pokémon, ne? Aber scheinbar auch ein Gift-Pokémon. Kein Benzin mehr. Oh. Von mir bekommst du auch keins. Du hast es richtig drauf. Willst du uns nicht beitreten? Nee, danke. Hey, wie wär's mit einem Wettrennen? Ich verzichte. Hector? Warum haben die alle Gift-Pokémon? Und vor allem Level 39, Alter. Das kriegt ja Krammux sogar fast schon hin. Wobei ich das noch nicht testen möchte. Aber immerhin brauchen wir dann nächstes Mal den Radweg nicht mehr machen, weil wir den dann jetzt schon fertig gemacht haben. Smogon wurde besiegt. Mit einem Crit von Simsala. Ein Magma. Haben wir eigentlich den EP-Teiler? Ich glaube ja, ne? Warum setze ich den dann nicht ein? Kann auch sein, dass wir den noch gar nicht haben. Ich gucke mal offscreen nach. Flammensturm, oh no. Tschüss, Magma. Mach's gut. Danke, dass du da warst. Level 54 für Imper Gartenschlauch.
So, das letzte Pokémon macht dann Simsala noch und dann ist die Folge auch schon wieder vorbei, Leute. Oh oh. Oh, ich dachte schon, Simsala macht jetzt hier gar nichts mehr. Aber Gott sei Dank ist Simsala stärker. Level 27 für Kramurx. Nice. Wow, du bist aber ganz schön flott unterwegs. Die haben immer irgendwelche Komplimente für uns. Alter. Mann. Ich könnte auch einfach in ein Pokémon Center gehen, aber ich könnte auch einfach unsere letzten Tränke verbraten. Bevor ich die Folge dann beende. Und dann sowieso ins Pokémon Center fahre. Ja, macht Sinn. Wow, nein, Hilfe, nein, Mann, ich will die Folge beenden. So, ich fahre jetzt einfach in ihn rein. So, Leute. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und abonniert auch gerne den Kanal. Beim nächsten Mal geht es dann hier weiter. Oder wahrscheinlich in Vuxania City. Oder vor Vuxania City, mal sehen. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.